ich euch die besten Tricks in Roblox Pokémon, um Leute um die Ecke zu bringen. Versteht ihr? Um die Ecke zu... Ach, ist egal. Auf jeden Fall zeige ich euch viele hinterhältige Tricks, mit denen ihr eure Konkurrenten um die Ecke bringen könnt. Schauen wir mal, wie viele fiese Tricks funktionieren. Autsch, da war eine Wand vor mir. Okay, Leute, es gibt auf jeden Fall eine Menge Tricks, mit denen wir Leute in Pokémon umbringen können. Okay, das reicht jetzt auf jeden Fall. Die Leute hatten mich schon für verrückt genug. Auf jeden Fall, Leute, als erstes probieren wir es mit dem guten alten der Helikopter-Trick, Leute. Und naja, wie der Name wohl schon sagt, brauchen wir für diesen Trick einen Helikopter und ein freiwilliges Opfer. Na gut, mal schauen. Wir müssen auf jeden Fall erstmal einen Helikopter besorgen. Mal gucken. Ich glaube, den sollten wir irgendwo da oben von der Polizeibasis herbekommen. Und das sollte 100% safe sein. Okay, mal schauen, ob das funktioniert. Okay, Leute, wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal den Punkt 1 erreicht. Und zwar haben wir den guten alten Helikopter, Und jetzt brauchen wir auf jeden Fall nur noch jemanden, mit dem wir irgendwie irgendwo hinfliegen können oder sowas. Das wäre auf jeden Fall schon mal ganz gut. Ich sehe da unten auf jeden Fall schon den Spieler. Ich werde mal ganz kurz hier landen, um ganz entspannt mal danach zu fragen, ob die vielleicht Lust haben, irgendwie mit mir im Helikopter rumzuhängen. Hey, warte mal. Hallo. Hey, du stehst meinem Ross im Weg. Du und deine komische Metallflattermaschine. Metallflattermaschine? Ihr darf ich bitten, das ist ein Helikopter. Mit dem kann man ganz tolle Sachen machen, wie Helikopter fliegen oder so. Also ich bin skeptisch. Irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass ich so ein Riesending in die Luft erheben soll. Der hat auf jeden Fall schon angemessen. Pass mal auf, ich kann es dir beweisen, wenn du möchtest. Wenn du dich in den Hubschrauber setzen möchtest, dann kannst du das gerne tun und ich kann dir beweisen, dass es fliegt. Sag mal, wo ist die gerade eigentlich hinge... Ist sie... Egal. Als ob das funktioniert. Na schön, wenn du es unbedingt willst, dann gehe ich halt in den Helikopter. Und was genau soll jetzt passieren? Okay, Leute, ja gut, die mit dem Pferd ist auf jeden Fall auch drin. Unter anderem auch mit dem Pferd. Naja, egal. Auf jeden Fall müssen wir jetzt einfach mal den ganz simpelsten Trick ausprobieren, um Leute in Brookhaven richtig heftig zu trollen. Und zwar müssen wir einfach mal den Rand der Welt suchen und einfach mal versuchen, da irgendwie, naja, ein bisschen Anschluss zu finden. Wow, ich hätte niemals gedacht, dass das wirklich funktioniert. Und das ist auch 100% sicher? Natürlich ist das 100% sicher. Guck mal, wir fliegen doch hier einfach über der nichtssagenden Leere. Okay, Leute, wir müssen jetzt ganz kurz aufpassen. Ich muss nämlich jetzt so nah an der Mauer heranfliegen, dass ich rausspringen kann und auf der Mauer lande, ohne selber dabei zu sterben. Aber die beiden trotzdem noch runterzuziehen und los geht's! Nein! Oh, verdammt, das hat nicht funktioniert. Aber zumindest hat der Troll irgendwie geklappt. Und boom! Haha! So, Leute, und da würde ich auf jeden Fall mal sagen, hat schon ziemlich gut funktioniert. Die Leute sind nämlich absolut gestorben. Das ist irgendwie ganz schön makaber, dass ich das sage. Aber ist auch egal. Oh, Gott sei Dank, es war alles nur ein Traum. Alles nur ein Traum? Was, alles nur ein Traum? Nein, 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 das war überhaupt kein Traum. Das ist wirklich gerade passiert. Du bist wirklich von einem Helikopter abgestürzt. Haha. Nein, nein, ich muss das geträumt haben. Helikopter können nicht wirklich fliegen. Das ist ein Gerücht, was sich die Helikopterindustrie ausgedacht hat. Die Helikopterindustrie, die Helikopter bauen, haben sich ausgedacht, dass Helikopter fliegen können? Das... Okay, ich meine, warum auch nicht? Ist auf jeden Fall akzeptabel. Ich glaube immer noch nicht, dass Helikopter fliegen können. Ich glaube nur, dass die Leute einen Daumen nach oben und ein Abo auf den Kanal da lassen sollten. Okay, verständlich. Na gut, ist doch egal, Leute. Wenn er das schon wieder vergessen hat, ist das eigentlich ganz gut für uns, denn dann können wir weitergehen zu Plan Nummer 2. Okay, das wird langsam irgendwie komisch. Als nächstes machen wir nämlich den Trick der kranken Liege. Und dafür brauchen wir auf jeden Fall ein ganz, ganz besonderes Item in Roblox Brookhaven, was man normalerweise im Krankenhaus findet, okay? Ich behalte euch auf jeden Fall im Auge. Wir werden uns später nochmal sehen. Sagt mir dir eigentlich der Flug mit dem Helikopter gefallen, Pferd? Ich bitte mich zu entschuldigen. Ich bin eigentlich kein Pferd, ich bin ein Schaf. Ein Schaf? Du siehst aber nicht so aus wie ein Schaf. Verbietet mir mein pferdehaftes Aussehen, also ein Schaf zu sein? Hä? Hä? Verstehe ich das gerade richtig, hä? Ja, verstehe ich total richtig. Was? Egal, auf jeden Fall, wir brauchen, Leute, eine Krankenliege, die wir im Krankenhaus von Brookhaven finden werden. Und ich muss ganz kurz gucken nochmal. Ich glaube, die ist hier irgendwo um die Ecke. So, genau, perfekt, Leute. Denn das hier ist auf jeden Fall... Okay, der Trick ist ein bisschen schwieriger. Ich glaube, es wird nicht so einfach sein, Leute in den Krankentransport reinzubekommen, als jetzt irgendwie Leute in den Helikopter zu bekommen. Aber wir können es auf jeden Fall auch mal probieren, ob das hinhaut. Okay, let's go. Hey, du da, lieber Pizzabote. Du bist doch so skeptisch gegenüber Helikoptern, richtig? Heli, was? Helikoptern! Hab ich noch nie von gehört. Hast du noch nie... Hast...
Egal, ist auch nicht so wichtig auf jeden Fall. Ich glaube, mein Freund, dass du einen Schuss im Gedächtnis hast. Ein Schuss? Ich wurde angeschossen? Was? Oh Gott, nein! Nein, 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 du wurdest nicht ange... Doch, wurdest du. Aber warum spüre ich da nichts? Oh, ich kann dir das ganz gut beantworten. Pim, 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 pim! Oh, die Schmerzen, nein! Ja, genau. Sag mal, du weißt schon, dass Waffen in Brookhaven eigentlich gar nicht funktionieren, oder? Was? Nein, ich glaube, dass Waffen in Brookhaven funktionieren. Dann funktionieren sie auch. Okay, na gut, wenn du meinst. Dann, ich würde auf jeden Fall mal vorschlagen, dass ich dich mal ganz schnell ins Krankenhaus bringe, nicht wahr? Schnell, 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 wir müssen... Schnell, 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 wir müssen ganz, ganz dringend zum Krankenhaus. Los, 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 woo! Oh Gott, oh Gott. Ich habe leider keinen Krankenwagen, sondern nur eine Krankenwaage, deswegen muss ich die Sirene selber machen. Woo, 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 woo. Okay, das nervt ein bisschen. Deswegen lasse ich das einfach lieber sein. Wir fahren sowieso kein Auto, deswegen sollte das nicht so schlimm sein. So, okay, okay, Leute. Wir müssen ihn auf jeden Fall ein bisschen hier wegbekommen, damit er nicht kapiert, dass ich ihn gar nicht zum Krankenhaus bringe. Das, ja. Hey, sag mal, war das Krankenhaus nicht da hinten? Was, das Krankenhaus? Nein, das ist nur eine Erfindung der Krankenhausindustrie. Die bauen nämlich Krankenhäuser, damit Leute glauben, dass es Krankenhäuser gibt. Macht voll Sinn, oder? Ah, ich verstehe. Gut, danke, dass du an mich denkst. Kein Problem, mein Lieber. Ich kenne mich doch aus und weiß ganz genau, was du brauchst. Nämlich eine Sonderbehandlung. Eine ganz besondere Behandlung. ja, gut. Okay, dieser Part wird jetzt wohl ein bisschen schwieriger sein. Entschuldige mal ganz kurz, ich muss dich ganz kurz liegen lassen. So, rutsch nicht zu weit weg. Wie cool. Okay, warte mal ganz kurz. Ich muss ganz kurz es hinbekommen, dass ich eine Leiter hierhin hochbaue. Oh Mann, Alter, das ist wirklich schwierig. Also, ich meine, es wird wahrscheinlich funktionieren. Okay, warte mal. So, dann stelle ich hier hoch. Zack, 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 zack. Okay, wir sind auf jeden Fall in der ganz, ganz sicheren Stelle, wo dir absolut nichts mehr passieren kann. Oh, ich danke dir, dass du mich nicht in das Krankenhaus gebracht hast. Hier wird es mir auf jeden Fall viel besser gehen. Ganz genau. Hier wird es dir sehr, sehr viel besser gehen an der frischen Luft der Berge. Hast du noch irgendwas zu sagen? Etwas zu sagen? Zum Beispiel? Zum Beispiel tschüss! Los, ciao! Oh Mann, okay, natürlich, das ist ein bisschen komplizierter, das so zu machen, aber wenn man mal ganz ehrlich ist, es funktioniert zumindest ohne, dass man stirbt. Es funktioniert zumindest ohne, dass man selber irgendwie dabei stirbt. Das ist auf jeden Fall schon ziemlich gut. Ah! Okay, naja, vorausgesetzt, man ist nicht so dumm wie ich. Hey, sag mal, geht's dir wieder gut? Du hast mich reingelegt! Was? Nein, dir geht's doch jetzt gut. Du hast keine Schmerzen mehr, oder? Du hast recht, ich habe wirklich keine Schmerzen mehr. Wobei, ich glaube, Schmerzen sind eine Erfindung der Schmerzensindustrie. Die werde ich verklagen. Ja, tu, was du nicht lassen kannst. Okay, für den nächsten Trick nehme ich auf jeden Fall lieber dieses Mädchen, was ein total tolles Auto hat. Egal. Kommen wir zum nächsten Trick. Das ist ein Trick, wo ich gerne mal probieren würde, ob der klappt, Leute. Aber die safen Sachen, die ganz, ganz sicher funktionieren, die machen wir erst am Ende des Videos. Aber okay, ich würde sagen, Leute, kommen wir nun zum Feuertrick. Hahaha, boom. Warum auch immer ich gerade Pum gesagt habe, das macht irgendwie keinen Sinn. Okay, Leute, für diesen Trick brauche ich auf jeden Fall ein Haus und jemanden, den ich in mein Haus locken kann. Deswegen gehen wir aber mal ganz kurz entspannt nach irgendwo hin und spawnen uns da ein Haus. Und zwar, keine Ahnung, irgendeins, was man abschließen kann. Ich nehme einfach mal das hier. So, wenn wir jetzt auf jeden Fall in diesem Haus sind, beziehungsweise dieses Haus gespawnt haben, dann müssen wir auf jeden Fall dafür sorgen, dass wir irgendwie hier reingeschmuggelt bekommen. Und das könnte sich als etwas schwieriger herausstellen, als es aussieht. Okay, pass auf, ich habe hier auf jeden Fall jemanden gefunden. Hallöchen, wie geht's dir so? Ich würde dich ganz gerne zur Neueröffnung meines Hauses, zum Einzug in mein Haus. Ich meine, du scheinst ja meine Nachbarin zu sein, nur hast du selber noch kein Haus, aber du bist trotzdem meine Nachbarin. Kannst du bitte mal auf den Punkt kommen? Ich wollte dich auf jeden Fall fragen, ob ich dich auf einen Tee einladen kann. Oh, einen Tee? Ich hasse Tee. Okay. Das hat nicht funktioniert, Leute. Wir müssen den Plan ändern. Ich wollte dich zu einem Kaffeekränzchen einladen. Kaffeekränzchen? Puh, das ist doch nur was für alte Omas. Was? Überhaupt nicht. Okay, dann wollte ich dich auf jeden Fall einladen zu einem, zu einer Eröffnungsparty. Oh ja, mit richtig viel Konfetti und so ein Kram. Konfetti, das gefällt mir auf jeden Fall. Okay, gut, ich komme. Absolut kein Problem. Gut, dann komm mit. Du wirst Feuer und Flamme für das sein, was ich dir zeigen werde. Ah, okay, upsala. Abgesehen davon wollte ich jetzt nicht unbedingt gegen das Haus laufen. Gut, okay, komm auf jeden Fall mal rein. Und schau dich ruhig ein bisschen um, während ich die Partygäste einlade. Die ganz vielen tausende Menschen, die kommen werden. Genau, genau, genau. Das ist doch überhaupt nicht gelogen. Okay, okay, okay. Ganz ruhig, Leute, ganz ruhig. Ich habe sie auf jeden Fall reingeloggt. Das bedeutet, ich werde jetzt einmal ganz kurz das Haus abschließen und mal schauen, was sie dazu sagt. Was für ein hübsches Haus und so schön dekoriert vor allem. Sag mal, Sadie, wo bist du denn hin?
Hey, Sadie, warum hast du mich in deinem Haus eingeschlossen? Oh, das ist ein Rätsel, das du niemals lösen wirst. Oh, mir ist gerade aufgefallen, dass mein Trick irgendwie gar nicht so gut funktioniert. Warte mal ganz kurz, ich muss nämlich ein Feuer legen im Haus, aber ohne, dass sie auf jeden Fall Wind davon bekommt. Okay, pass auf, ich werde irgendwie in das Haus eindringen müssen von mir selbst, was auf jeden Fall auch wieder voll Sinn macht. Okay, Leute, schnell rein, hintenrum. Psst, die hat nichts gesehen. Dann machen wir auf jeden Fall den Feuerpass an und gehen wieder raus und... Oh mein Gott, das hat funktioniert. Yeah, das Haus ist in Flammen. Oh je, yeah. Und da wirst du nie wieder rauskommen. Oh nein, ich bin verloren im Feuer. Ganz genau, das bist du. Naja, eigentlich... Ich verstehe gar nicht mal, warum ich dir das antue, weil eigentlich habe ich gar nichts gegen dich oder sowas. Ich glaube sowieso nicht unbedingt, dass das funktioniert, deswegen... Na gut, wenn du mich nicht rauslassen willst, dann lasse ich mich halt eben selbst raus. Wieso? Was meinst du damit? Was willst du denn... Hä? Sie ist einfach verschwunden. Lol, was ist das? Ah! Ein Geist! Das, Sadie, war auf jeden Fall die schlechteste Party, die ich jemals gesehen habe. Naja, aber sie war schon ziemlich heiß, musst du sagen, oder? Die nächste Party werde ich schmeißen, dann zeige ich dir mal, wie das geht. Ja, gerne. Können wir vielleicht später machen. Oh Mann, Alter, das war, das hat mir sogar wirklich ein bisschen leid getan. Irgendwie, die war gar nicht so nett, so unfreundlich, meine ich auf jeden Fall. Aber das bringen wir auf jeden Fall alles in Ordnung mit Trick Nummer 4. Oder sind wir schon bei Trick Nummer 4? Trick Nummer 4,5, weil ich mir nicht sicher bin, welchen wir gerade haben. Das Fake Secret. Oh ja, Leute, oh ja. Das Fake Secret ist eins meiner Lieblingsmöglichkeiten. Und dafür brauchen wir auf jeden Fall ein Secret, was kein Secret ist, sondern wo wir irgendwo... nirgendwo landen. Und das wäre auf jeden Fall gut. Und dafür habe ich mir schon eine perfekte Stelle ausgesucht, Leute. Denn hier werde ich einfach einen ganz entspannten kleinen Schlafsack platzieren, der uns in eine ganz bestimmte Situation führen wird. Denn dieser Schlafsack hier hat eine ganz besondere Bedeutung, Leute. Und soll uns zu einem Secret führen, das nicht ganz so cool sein könnte. Das ist auf jeden Fall eine perfekte Falle, die gut funktioniert, glaube ich. Und wir werden es einfach mal live ausprobieren. Let's go! Oh, und warte mal. Um das ein bisschen vorzubereiten, schreiben wir einfach mal was hin. Unvorstellbares Secret. So, das ist auf jeden Fall ein bisschen klein. Vielleicht schreiben wir auch einfach nur Secret drauf. So, und dann werden wir uns ganz einfach mal ein Schild besorgen oder sowas in die Richtung und uns einfach mal dahinstellen und gucken, ob die Leute darauf reinfallen. Okay, Leute, das ist absolut narrensicher gemacht. Das muss einfach funktionieren. Okay, let's go. Wir müssen jetzt einfach nur warten, bis hier jemand vorbeikommt. Ah, hey, da ist da jemand. Herzlich willkommen. Hey, ich habe gesehen, dass es hier ein neues Secret geben soll. Ganz genau, natürlich gibt es ja ein neues Secret. Und pass auf, ich werde dir zeigen, wie es funktioniert. Du musst einfach hier unten in den Schlafsack gehen und dann wird etwas Unvorstellbares passieren. Zumindest etwas, womit du niemals rechnen würdest. Ehrlich? Cool. Oh Mann, du wirst überhaupt nicht erwarten, was jetzt passiert. Hm, was soll denn passieren? Oh, wow. Oh Mann, Leute, das hat ausgezeichnet funktioniert. Das Fake Secret führt einfach in eine bodenlose, endlose Schleife. Das ist ein richtig, richtig cooles Ding. Und ich glaube, wenn ihr das mit euren Freunden ausprobiert, wird das safe funktionieren. Aber Leute, falls ihr immer noch nicht beeindruckt seid oder begeistert, habe ich für euch noch den letzten Trick, der garantiert funktioniert. Okay, Leute, ich würde sagen, willkommen zum Trick des Fake-Hauses. Oh ja, er besteht nämlich daraus, dass man ein Haus hat, was fake ist, aber eigentlich auch nicht. Boom! Okay, Leute, auf jeden Fall für diesen Trick brauchen wir am besten dieses Haus, habe ich ausprobiert. Gut, ihr wisst nämlich, wenn man ein Haus spawnt, ja, und dann einfach mal hier so ganz kurz reinläuft, während es noch am Spawn ist, fällt man ebenfalls durch die Map. Und wir müssen irgendwie hinbekommen, das ist, glaube ich, ein bisschen schwierig, aber wir können auf jeden Fall irgendwie hinbekommen, dass die Leute, die auf mein Haus zulaufen, während ich das Haus wechsle, einfach in ihren eigenen Tod laufen. Und ich muss gucken, ob das funktioniert, Leute, das wird auf jeden Fall super, super schwierig. Denn ich werde jetzt einfach mal dieses Haus hier spawnen, sozusagen, mit einem anderen Spieler holen. Und während sie versuchen reinzugehen, sozusagen, einfach mal ganz kurz wechseln. So, also ihr versteht, was ich meine. So, die Leute laufen hier auf das Haus zu und dann einfach zack, boom, bam. Jetzt müssen wir nur schauen, ob wir irgendjemanden bekommen, der darauf reinfällt. Let's go! Lalalalalala. Oh, mein Leben ist so schön. Wow, was ist das denn? Herzlich willkommen in Sadies wunderschönem... Was habe ich gerade? Hochhaus. ich wollte dir auf jeden Fall etwas ganz Besonderes... möchtest du mal ganz kurz mich besuchen kommen oder so? Ich mache eine tolle Party. Partys finde ich voll langweilig. Das ist sowas für so ganz junge Menschen. Ich mag eher so Kaffeekränzchen. Ach, jedes Mal das Gleiche. Gut, dann gibt's halt ein Kaffeekränzchen. Aber warte mal ganz kurz, bevor du reingehst, ja?
Okay. Ich muss ganz kurz vorbereiten, dass der Kaffee warm gemacht wird und so weiter. Okay, okay, okay. Let's go. Okay, du darfst jetzt... Warte, 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 warte. Du darfst jetzt reingehen. Okay, okay. Lauf, 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 los, los, los. Jawohl! Oh mein Gott, Alter, das hat auch funktioniert. Oh Mann, ey, das ist wirklich... Der Vulkan in Brookhaven droht auszubrechen. Doch das werde ich verhindern. Und dafür habe ich die Hilfe von... Professor Doktor... Genau, Professor Doktor, egal, wir schaffen das auf jeden Fall, let's go! Meine Damen und Herren, die Lage ist ernst. Laut meinen neuesten Forschungen befindet sich der Vulkan Bergzwerg kurz vor der Eruption. Und ja, an alle, die nicht wissen, was das bedeutet, dass ein Vulkan ausbricht. Und das wiederum bedeutet, dass wir alle dem Untergang geweiht sind. Brookhaven wird in Lava ertrinken. Was heißt, ich bin nur hier, um Wattestäbchen Werbung zu machen? Ich muss den Leuten noch erzählen, was auf sie zukommt. Und dass wir alles Mögliche versuchen, um sie zu retten. Was ist das denn für eine komische Fernsehserie? Oh Mann, ey, das gefällt mir wirklich gar nicht, wenn die Leute irgendwas sagen, was schlecht ist. Na gut, wobei, warte mal ganz kurz. Vulkan, der ausbricht? Sekunde, das ist doch der Bergzwerg. Das ist doch dieser große Berg, wo ich direkt daneben wohne. Vielleicht passiert ja wirklich irgendwas. Oh Mann, was könnte man denn in so einer Situation im besten Fall tun? Ich glaube tatsächlich, ich weiß es, man kann einen Daumen nach oben und ein Abo auf den Kanal da lassen. Wobei, das hilft beim Problem nicht wirklich. Aber ist trotzdem cool. Ich glaube, ich sollte diesen Typen einfach mal ganz kurz aufsuchen. Ich bin mir nicht sicher, das ist doch irgendwo beim Fernsehstudio oder so. Vielleicht kann er irgendwas sagen. Vielleicht stimmt ja wirklich das, was er sagt oder sowas. Und wenn das stimmt, dann wäre das auf jeden Fall nicht gut. Denn es wäre nicht gut, wenn der Vulkan ausbricht und wir alle dem Untergang geweiht sind. Da stimmt mir doch jeder zu, oder? Okay, genau hier müsste auf jeden Fall das Fernsehstudio sein. Was ist denn hier los? Hey, was war das denn für ein Quatsch? Was denn? Ich erzähle nur die Wahrheit. Es ist ein Fakt, dass der Vulkan ausbrechen wird. Meine Messungen haben genau das ergeben. Ach, du bist doch nur ein alter Mann, der Werbung für Wattestäbchen machen soll. Bist du überhaupt Wissenschaftler? Hast du eine wissenschaftliche Ausbildung? Wissenschaftliche Ausbildung? Und nein, siehst du, ich habe studiert. Also, keine... Oh. Hey, warte mal. Alles in ganz cooler Ruhe hier. Wir brauchen keinen Stress zu machen. Was genau ist denn los? Oh Mann, wer ist denn jetzt diese Nervensäge? Hey, du, glaubst du an den Vulkan? Oh ja, ich glaube an den Vulkan. Na, dann dürft ihr beide gerne mein Studio verlassen. Los, raus hier. Sie sind gefeuert. Und sie sind auch gefeuert. Was? Das kannst du doch nicht machen. Warte mal, ich arbeite hier doch gar nicht. Oh, egal. Raus hier. Oh Mann. Alter, warum ist der denn so miesepetrig? Nur weil mal jemand irgendwie sagt, dass wir alle dem Untergang geweiht sind oder sowas. Ich meine, was ist denn daran so schlimm? Also abgesehen davon, dass wir alle sterben werden, aber ich kann es nicht fassen und ich dachte, ich wäre der einzige Mensch hier, der verrückt sei. Was genau meinst du denn damit? Ach, weißt du, es ist langsam soweit. Der Vulkan wird ausbrechen und niemand glaubt es mir. Meine Messungen ergeben total viel Sinn. A Quadrat plus B Quadrat ist gleich C Quadrat geteilt durch Pi. Wow, das hört sich auf jeden Fall wirklich sehr wissenschaftlich an. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was das bedeuten soll. Es bedeutet Tod. Nein. Durch Vulkan. Oh nein, das ist ja noch schlimmer. Wobei, naja, Tod durch Vulkan oder genereller Tod. Ach, ist auch egal. Okay, wir müssen was machen, wir müssen was machen, wir müssen was machen. Wenn wir den Vulkan aufhalten wollen, was genau müssen wir dafür tun? Und vor allem, wie viel Zeit haben wir noch? Wenn meine Berechnungen stimmen, und das tun sie meistens nie, ich meine immer. Dann, warte, Moment. Ah ja, haben wir noch exakt 10 Minuten. Ach Gott sei Dank, dann habe ich ja noch genug Zeit wegzuziehen. Warte mal, was? 10 Minuten? Moment. Dann sollten wir doch sofort weggehen. Los, 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 ab ins Auto und weg. Nein, wir müssen direkt ins Auge des Vulkans. Dort werden wir die Antwort darauf finden. Warte mal, du willst mir jetzt also ernsthaft sagen, dass es eine gute Idee ist, dass wenn der Vulkan in Brookhaven ausbricht, wir in den Vulkan reingehen sollten? Du bist wirklich verrückt. Ich glaube, ich sollte doch lieber dem anderen Typen glauben. Es wird sicher nichts passieren. Nein, du verstehst das nicht. Der Bergzwerg ist doch eigentlich kein Vulkan. Deswegen kann er eigentlich auch unmöglich ausbrechen. Aber komischerweise ergeben meine Messungen trotzdem, dass er ausbrechen wird. Deswegen werde ich eine Expedition anleiten, die in den Vulkan führt. Bist du dabei? Ach, ehrlich gesagt, habe ich noch so viel zu tun. In 10 Minuten habe ich gehört, dass ich sterben werde. Okay, nein. Ich werde überhaupt nichts tun. Ich komme mit dir mit auf jeden Fall. Wir machen das. Oh Mann, das ist so eine dumme Idee. Aber gut, wir werden auf jeden Fall einfach in einen Vulkan gehen, während er ausbrechen soll. Oh Mann, ey. Ich bin auch sehr gespannt, wie das aussehen wird. Aber ich bin nicht so gespannt auf das, was danach passiert. Okay, komm, steig mal ein. Los, hopp, hopp, hopp. Dann lass uns keine Zeit verschwinden, weil wir müssen dann sofort los. Wir haben 10 Minuten Zeit dafür. Okay, okay, wo ist der Bergzwerg? Wo ist der Bergzwerg? Er ist da hinten. Oh Mann, Leute, okay. Wir werden es auf jeden Fall hinbekommen, da irgendwie hinzufahren, glaube ich. Und dann, was müssen wir denn dann machen?
machen. Ab dann hängt alles von uns ab. Und von dem, was da drin passieren wird. Ich habe keine Ahnung, was wir machen können. Oh Mann, das ist ja so beruhigend. Du bist so ein toller Wissenschaftler. Ich hoffe wenigstens, dass deine Wissenschaft mir was helfen wird. Okay. Was genau sollen wir uns als allererstes angucken? Sollen wir... Wo sollen wir hin? Wir müssen erstmal auf das Dach. Auf das Dach? Ich meine natürlich den Gipfel. Dort werden die Messungen mehr Sinn ergeben und vor allem genauer sein. Ja, das ist natürlich irgendwie logisch. Okay, ich probiere mal so gut wie es geht, da hochzukommen. Das ist leider ein sehr, sehr steiler Berg. Aber ich glaube, da hinten sieht es auf jeden Fall schon mal gut aus, dass wir hier irgendwo hochfahren könnten. Okay. Let's go. Oh Mann. Keine Laterne treffen. Kein Baum treffen vor allem auch. Das ist auch nicht so gut, weil es alles nicht so gesund für das Auto. Okay. Oh Mann, ey. Worauf habe ich mich jetzt nur wieder eingelassen? Mann, ich hoffe wirklich, dass dieser Typ verrückt ist und es einfach nicht passieren wird. Aber ich habe auch irgendwie das andere Gefühl, dass man einem verrückten Wissenschaftler doch irgendwie vertrauen kann. Okay, ganz kurz. Oh Mann, ey. Warte mal, aber müsste ein Vulkan nicht oben ein Loch haben oder so? Ja, in der Theorie ist das so. Das ist der natürliche Lebensraum eines Vulkans. Aber wie kann ein Vulkan einen natürlichen Lebensraum haben, wenn Vulkane nicht leben? Weil, soweit ich weiß, sind Vulkane keine Lebewesen. So viel Wissenschaft habe ich auch studiert. Wissenschaft? Nein. Die Messungen stimmen immer noch. Dieser Vulkan wird garantiert ausbrechen. Wir müssen nach unten, in den Berg rein, um zu schauen, was dort abgeht. Moment. Du meinst, wir müssen in den Berg rein? Wie soll das denn bitte gehen? Gibt es hier Höhlen oder sowas in die Richtung? Aber selbstverständlich gibt es das. Komm, lass uns nach unten gehen, los. Okay, also meinst du, wir müssen einen Eingang finden in den Berg? Oh Mann, Alter. Gut, wir müssen einen Eingang finden in den Berg. Ich meine, da unten gibt es ja einen Tunnel, wo man mit dem Auto durch den Berg durchfahren kann. Vielleicht gibt es da ja auch irgendeinen Eingang oder sowas in die Richtung. Oh mein Gott. Okay. Wow, für sowas ist das Auto nicht ausgelegt. Hilfe! Wo hast du denn deinen Führerschein studiert? Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass man seinen Führerschein studiert. Aber ist auch egal. Ich fahre hier einfach nur ganz kurz rum und dann haben wir das unter Kontrolle. Okay, was meinst du, wie wäre es damit? Ich sehe hier irgendwie so einen Eingang hinter dem Fahrstuhl. Fahrstuhl? Wasserfall, Alter. Ich weiß nicht, wie ich gerade auf Fahrstuhl kam. Ist das gut, meinst du? Ja, interessant. Diese Höhle führt scheinbar in einen neuen, unentdeckten Bereich. Faszinierend. Gut, ab hier müssen wir zu Fuß weiter. Los, komm mit, wir laufen. Ich weiß nicht, wo wir jetzt hier rauskommen sollen, aber natürlich, wir können jetzt einfach mal laufen. Was? Moment mal. Hallo? Alter, wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Warte mal. Hey, oha, Alter, oh, das ist gar nicht mal so einfach, hier hochzukommen. Warte, was? Junge, wie sieht das denn hier aus? Alter, das sieht ja wunderschön aus. Mein Gott, ich bin noch nie einen Berg hochgeklettert. Wow, schau dir mal dieses Wasser an, das ist ja fantastisch. Ey, da kann man super drin baden, mit Sicherheit. Oh mein Gott, hey, das ist ja mal super cool. Oh, hier geht's ja richtig weit nach unten. Oh, warte, da müssen wir unbedingt runtertauchen. Hey, nein, wir haben keine Zeit dafür. Du weißt, was wir tun müssen. Wir müssen herausfinden, warum dieser Vulkan auszubrechen droht. Oh Mann, also meinst du, wir müssen einfach irgendwelche Spuren finden oder sowas? Oh, na schön. Okay. Warte ganz kurz. Oh, das ist so doof. Ich würde hier unfassbar gerne schwimmen gehen, auf jeden Fall. Warte mal, kann man da vielleicht irgendwie unter den Wasserfall durch? Okay, nee, sieht nicht gut aus. Auf jeden Fall, hier kommen wir nicht hoch. Obwohl, man könnte hier hochschwimmen. Nein, kann man nicht. Oh Mann. Okay, gut. Dann kommen wir wieder runter. Wir müssen irgendwie einen Weg finden, wie wir reinkommen in den Berg. Wir sind jetzt gerade nur so ein bisschen oben drüber. Du bist gerade dabei betrinken, glaube ich, Bro. Ist egal, ob ich hier trinke. Hauptsache, wir schaffen es, diesen blöden Vulkan aufzuhalten. Das ist ein gutes Argument. Okay, warte mal ganz kurz. Da steht auf jeden Fall hier entlang. Hier entlang? Was heißt denn hier entlang? Warte, wir gehen hier einfach mal ganz entspannt hoch. Und dann... warte, was ist das denn für eine Höhle? Die kulturelle Köhle. Okay, warte, die schauen wir uns gleich an. Ich will nur ganz kurz gucken, ob es noch andere Wege gibt. Was ist das denn? Da steht sogar irgendwas. Da war schon scheinbar mal jemand. Cave is currently closed. Okay. Interessant, hier ist eine geschlossene Höhle. Könnte man da irgendwie mal reinschauen oder sowas? Warte mal. Du bist gerade reingegangen? Warte, was? Was ist denn das hier? Alter, Leute. Okay, ich weiß zwar nicht genau, wo wir gerade sind, aber wir müssen hier wohl scheinbar rüber. Ich dachte, diese Höhle ist zu. Warum ist sie denn nicht zu? Oder ist das nur eine Tarnung irgendwie für irgendwelche Vulkanmaschinen oder sowas in die Richtung? Das sieht wirklich ganz schön creepy hier aus. Mann, hast du das schon mal gesehen? Ich habe keine Ahnung, was das hier darstellen soll, ehrlich gesagt. Sieht aber verdammt interessant aus. Meinst du, das könnte eine heiße Spur sein? Okay, warte. Was ist das denn? Nein, das ist nicht gut. Wir müssen wieder hoch. Nein.
Wow. Alter, wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Wow. Hey, das sieht ja mal ganz schön heftig aus. Warte mal ganz kurz. Oh mein Gott, Alter. Wir sind hier im Berg Zwerg, oder? Und zwar direkt ganz am Abgrund. Oh Mann, das ist nicht gut. Ich weiß nicht, was genau wir hier finden sollen. Ich bin mir jetzt ehrlich gesagt auch nicht so sicher, aber es sieht schon irgendwie ganz schön krass aus, wenn ich mir das hier so anschaue. Nur habe ich keine Ahnung, was... Ja, das ist, Das geht da, glaube ich, sehr tief nach unten. Ich glaube, es wäre besser, wenn wir nicht runterfallen. Ach, keine Sorge. Wenn wir da runterfallen, landen wir sowieso wieder in Brookhaven. Ich glaube, hier finden wir sowieso keine Hinweise mehr. Bis später. Hey, warte mal, bist du... Alter, what the name? Was? Moment mal. Ach, aber vielleicht finden wir ja doch irgendwas Wichtiges hier. Ich meine, guck mal, man kann ja irgendwas übersehen haben oder so. Mein Gott, Alter, ist das ein großer Berg? Ich weiß nur nicht, was hier sein soll. Naja, hier scheint trotzdem nichts zu sein. Ich glaube, wenn das der beste Weg nach unten ist, dann, würde ich ihm vielleicht sogar glauben. Obwohl, hier geht's auch noch irgendwo lang, aber keine Ahnung, wo ich hier langsam... Upsala! Warte mal. Hey, Moment mal, wer... Sekunde mal, du bist doch der Typ vom Fernsehstudio. Was machst du denn hier? Ach, musstest du denn ausgerechnet jetzt kommen? Der andere Trottel ist auch gerade runtergesprungen. Warum nicht du auch? Hey, nicht so beleidigend sein. Und abgesehen davon, ich wollte mich auf jeden Fall umgucken, ob der Vulkan irgendwie hier irgendwelchen Ursprung hat oder so. Aber die bessere Frage ist, was machst du eigentlich hier? Oh, naja, es ist bald für dich ja sowieso zu spät. Naja, weißt du, ich bin nicht so glücklich mit Brookhaven und den Zuschauerzahlen. Deswegen habe ich einfach überlegt, dass ich ganz Brookhaven einen Vulkan in die Luft jagen werde. Moment mal, also stimmt das etwa? Dieser Vulkan hier ist eigentlich kein Vulkan, aber du hast es daraus gemacht. Wie genau machst du das denn? Es ist zu spät, um Brookhaven noch zu retten. Es ist alles schon im vollen Gange. Und du hast keine Möglichkeit zu entkommen. Ich gehe dann mal in mein Geheimversteck. Dir noch viel Spaß. Oh mein Gott, das ist wirklich dieser komische Fernsehmann. Oh Mann, okay Leute, das bedeutet, es gibt nur eine einzige Sache, die ich jetzt tun kann. Ich muss hinterher und den Professor warten. Oh, los geht's. Oh Mann, Alter. Oh Gott, okay, oh, okay, wo kommen wir raus, wo kommen wir raus, wo kommen wir raus, bitte. Ich hoffe, dass er einfach recht hat und wir einfach wirklich in Brookhaven wieder rauskommen. Let's go, okay. Professor, wo bist du, wo bist du? Ah, hey, da bist du hier endlich. Gut, wir haben das Problem leider nicht lösen können. Das bedeutet... Es ist der Fernsehtyp, es ist der Fernsehtyp, der dich gefeuert hat. Er steckt hinter diesem Vulkan. Moment, was? Ganz genau, der hat sogar gesagt, dass er ihn jetzt starten wird. Hat er das wirklich gesagt? Ja, das hat er jetzt eigentlich nicht gesagt, aber er ist zumindest in seinen Bunker gegangen, hat sich versteckt und ich bin so schnell wie möglich hierher gekommen, damit ich dir davon erzählen kann, damit wir uns auch verstecken können. Weißt du, wo wir uns verstecken können? Ich glaube, wir können den Vulkan nicht mehr aufhalten, aber wir müssen ihn aufhalten. Na schön, gut, wenn das so ist, wir müssen auf jeden Fall zumindest den Vulkanausbruch überleben. Das könnte kompliziert werden, aber nicht unmöglich. Denn ich habe Gott sei Dank daran gedacht und einen Bunker gebaut. Einen Bunker hast du gebaut? Okay, das ist gut. Komm, dann lass das schnell hingehen. Wir haben kaum noch Zeit. Ach, das hat bestimmt noch Zeit. Okay, Korrektur. Wir haben keine Zeit. Los! Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Alter, ich glaube nicht, dass das gut geht. Oh nein, der Vulkan, Alter, der Vulkan, der wird ganz Brookhaven zerstören. Wie wird Brookhaven danach denn aussehen? Okay, okay, Leute, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Hoch, 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 hoch. Wo? Ah, das ist dein Bunker? Oh Mann, das heißt, in diesem Bunker sind wir sicher vor der Lava und dem ganzen Kram? Oh Gott, das ist auf jeden Fall eine sehr gute Idee. Wow. Alter, du hast hier ja wirklich an alles gedacht. Du hast hier Pflanzen angepflanzt. Du hast Kartons aufgestapelt. Du hast, was auch immer das sein soll. Und du hast Gas. Ich bin mir nicht sicher, was das sein soll, Mann. Das hier ist natürlich ein hausgeheimer Bunker, ausgelegt für eine Person. Ja, naja, gut, eigentlich für 30, aber ich bin ziemlich egoistisch, was sowas angeht. Ah, cool. Na schön. Gut, dass wir wenigstens zu zweit hier drin sind. Oh Mann, Alter, du bist wirklich ganz schön gemein. Natürlich bin ich das. Ich bin halt ein Wissenschaftler, du weißt, wie es ist. Okay, gut, ist auch egal. Wann meinst du, wird denn der Vulkan ausbrechen? Ah, wir haben noch ungefähr 3, 2, 1 Sekundenzeit. Ah, puh, dann ist ja gut. Was? Was soll das denn jetzt bitte heißen? Warte mal. Alter, oh mein Gott, warte, ist gerade das Licht ausgegangen? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wenn der Strom ausgefallen ist, was bedeutet das denn? Das bedeutet, mein Lieber, dass der Strom ausgefallen ist. Wow, okay, na schön, ist auch egal. Oh Mann, Alter, bedeutet das jetzt auf jeden Fall, dass der Vulkanausbruch vorbei ist? Ist es jetzt passiert?
Oh Mann, Alter. Ich will gar nicht wissen, wie die Welt draußen jetzt aussieht. Hey, komm mal bitte mit. Bitte kannst du mir erklären, wie genau sieht die Welt denn jetzt aus? Wie die Welt aussieht, mein Sohn? Das weiß ich nicht. Wir werden es uns ansehen müssen, aber ich glaube, was wir sehen werden, wird uns nicht gefallen. Ja, wenn wir diesen komischen Fernsehtypen sehen, dann wird es ihm nicht gefallen, dass er mich gesehen hat. Oh Mann, Alter. Okay, na gut, dann lass uns mal nachschauen. Oh Mann, Alter. Wow, oh Gott, ey. Oh nein, die Bäume alle tot. Wow, ey. Alter, schau dir das mal an, ey. Brookhaven sieht wirklich gar nicht mehr so gut aus, wie es mal war. Anstelle so frisch und grün ist es jetzt so... Ich bin runtergefallen. Oh Mann, ey. Ich wusste nicht, dass Brookhaven überhaupt so hässlich aussehen kann. Oh Gott, das war gar nicht gut. Wir hätten diesen Vulkan aufhalten müssen. Wobei, wie hätten wir eigentlich einen Vulkan aufhalten sollen? Das war eine Frage, mit der wollte ich mich etwas später beschäftigen. Ich glaube, es hätte sich sowieso nicht aufhalten lassen. Ach, dann bin ich ja beruhigt, dass wir unser Leben aufs Spiel gesetzt haben, um diesen blöden Vulkan aufzuhalten, obwohl wir es hätten gar nicht tun können. Ach Gott, egal. Na schön. Komm, aber weißt du, was wir wenigstens tun könnten? Wir könnten vielleicht diesen komischen Fernsehtypen finden. Und schauen, dass wir ihn irgendwie dafür bestrafen und ins Gefängnis bringen oder sowas in die Richtung. Wo könnte der denn nur sein? Ich glaube, er könnte sich in seinem Studio aufhalten. Meinst du nicht auch? Das halte ich für eine fantastische Idee. Okay, na schön, dann lass mal nachschauen. Mann, ey. Brookhaven ist komplett zerstört worden und das alles nur wegen diesem komischen Fernsehtyp und dem Vulkan. Okay, Mann. Warte mal, was? Hey, du! Du bist es! Ah, ihr seid endlich da. Du, wir werden dich ins Gefängnis bringen. Ich habe euch erwartet. Mein schönes Studio ist komplett kaputt. ja, natürlich ist dein Studio kaputt. Das war doch klar, dass das passiert, wenn du einen Vulkan auf die Stadt loslässt. Ja, aber ich wollte, dass das mein ganz Programm kaputt macht, aber nicht mein Studio. Weißt du, es ist alles gut, es ist alles gut. Im Gefängnis ist es wahrscheinlich auch super schön. Da gibt's doch immer gutes Essen, dreimal täglich. Wirklich? Kann ich da auch Videos drehen und Filme machen? Ja, ganz bestimmt kannst du das, wenn sie dir erlauben, meine Kamera zu nehmen. Ich glaube nicht. Aber egal. Natürlich darfst du das. Komm mit. Wir bringen dich dahin. Da ist es sicher. Das ist warm. Und das ist nicht kaputt. Also, naja, eigentlich doch. Aber egal. Na gut, dann gehe ich dahin. Also, das hat jetzt irgendwie besser funktioniert, als ich mir das vorgestellt habe. So könnte Roblox Brookhaven in der Zukunft aussehen. Wie wäre es, wenn das Brookhaven, was ihr bisher kennt, ungefähr so aussehen würde mit funktionierenden Flugzeugen? Alter, man kann wirklich fliegen. Oh mein Gott, wie krass ist das denn? Das und viele andere Sachen werden wir uns heute in diesem Video anschauen. Let's go! Ha, ja, was für ein wunderschöner Tag, um mal wieder eine Folge Brookhaven zu machen. Wer um alles in der Welt seid ihr denn jetzt? Hallo! 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 Okay, ich hab's verstanden. Ihr alle vier heißt Hallo. Sehr schön. Und was genau macht ihr hier? Ihr steht irgendwie so, als würdet ihr auf irgendwas warten. Ganz genau. Ich bin übrigens nicht Hallo, sondern Dr. Hallo. Professor der Doktologie. Ich habe zu Ohren bekommen, dass du die neuen Versionen von Brookhaven ausprobieren möchtest, die wir in Umlauf gebracht haben. Das neuere und bessere Brookhaven. Jeder von uns hat seine eigene Version von Roblox Brookhaven gemacht. Und wir bitten dir an, sie alle anzuschauen. Oh, das ist eine super coole Idee, Leute. Oh Mann, ich glaube, darauf würde ich erstmal einen Daumen nach oben und auf den Kanal da lassen. Okay, aber was genau sollen wir uns denn dann anschauen? Du darfst dich der Reihe nach für einen von uns entscheiden und sich deren Spiel angucken. Wer hat ihm eigentlich das Wort gegeben? Weil kein anderes Wort, habe ich es mir einfach genommen. Ich kann dir auch andere Dinge nehmen als dein Wort. Okay, ganz entspannt. Weißt du was? Ich werde mir als Entschuldigung dafür natürlich sofort dein Spiel als allererstes angucken, okay? Oh, wie nett. Na gut, dann werde ich die Vernichtung eurer Welt noch ein paar Tage hinauszögern. Was? Was? Egal. Gut, dann würde ich mal sagen, schauen wir uns dein Spiel an. Let's go! Was? Um alles in der Welt ist hier los. Wohin um alles in der Welt hat diese Alien vor uns gebracht? Warum sind wir in irgendeiner... Was...
Was ist das hier? Leute, okay. Oh, und ich werde die ganze Zeit getötet von irgendwelchen Monstern. Okay, Leute, ganz ruhig. Wir müssen vielleicht mal ein bisschen mehr Überblick wahren und einfach mal ganz entspannt gucken, wo wir eigentlich sind. Da unten laufen auf jeden Fall irgendwelche Dorsmonster gerade rum. Oh Gott, ich bin auf jeden Fall ziemlich schnell, Leute. Oh Mann. Okay, ganz ruhig. Wir sind Sonic. Sonic kann auf jeden Fall schnell laufen. Let's go! Nein, ich möchte kein Gewehr. Wir müssen uns einfach nur fernhalten von diesen komischen Monstern. Alter, hier laufen irgendwelche Dorsmonster rum. Leute, haben die Aliens irgendwas mit Dors zu tun? Oh Mann, ich bin mir mittlerweile wirklich gar nicht mehr so sicher. Okay, ganz ruhig. Wir müssen irgendwie gucken, was geht hier ab. Okay, Leute, wir sind in einer Brookhaven-Version, die irgendwie aussieht wie irgendwas Komisches mit Dors. Leute, ich glaube, am Ende des Videos wird es auf jeden Fall noch bessere geben als das hier. Okay, wir sind auf jeden Fall safe for Ambush, weil der hier nicht hochkommt. Oder ist das nicht Ambush? Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, wer von denen das ist, Leute. Alter, was ist das für ein komisches Spiel? Okay. Wir müssen unbedingt einen Weg hier wieder rausfinden, Leute. Ich werde jetzt einfach mal ganz entspannt irgendwo anders hingehen und wir müssen mal gucken, vielleicht können wir uns irgendwo in Sicherheit bringen, wenn wir ein Auto finden oder so. Da hinten sind Autos. Okay, Leute, egal. Lass uns ganz schnell mal ins Auto einsteigen. Let's go. Bitte. Los, steig ein. Yes. Okay, Alter, Leute, ich stehe auf jeden Fall im Tesla? Nee, das ist... Was ist das für ein Auto? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Alter, was war das denn? Das war Cyronet, Leute. Oh Mann. Oh mein Gott. Alter, dieses Auto ist viel zu schnell. Oh nein. Ich muss mich irgendwo in Sicherheit bringen. Gibt's hier irgendwo den Bunker von Brookhaven, Leute? Okay, vielleicht können wir uns auch irgendwie einfach auf den Berg oder so in Sicherheit bringen. Wow. Okay. Was ist das denn hier? Alter, hier ist ein Monster, ey. Geh weg! Warum ist dieses blöde Monster denn hier? Das sieht irgendwie aus, als könnten wir irgendwas drücken. Vielleicht könnten wir darauf klicken, um irgendwie zurückzukommen, Leute. Also ich meine, ich weiß nicht, wo genau diese Alien-Frau uns hingeschickt hat. Ich bin mir auf jeden Fall sicher, dass wir hier nicht sein wollen. Okay, ich probier's einfach mal. Let's go. Was? Egal. Wir treffen den Punkt. Let's go. Nein. Ich bin tot. Irgendwas ist passiert. Es ist kurz rot geworden. Was ist mit mir passiert? Ich kann mich nicht mehr bewegen, Leute. Hallo? Was ist hier los? Freunde? Der Typ ist gefreezed. Er bewegt sich nicht mehr. Sieg ist das, oder? Leute, was um alles in der Welt ist hier los? Kommen wir irgendwie wieder zurück? Ich bin mir nicht sicher. Oh Mann, können wir irgendwas kaufen? Kruzifix oder Admin? Ich bin mir nicht sicher, ob das so eine gute... Nee, das ist keine gute Idee, glaube ich. Was passiert jetzt hier? Okay. Ah, nein! Oh, ich bin bei Ambush gelandet. Oh, Alter, warum bin ich denn jetzt wieder hier? Okay, ganz ruhig, Leute. Wir stellen uns jetzt einfach mal hier hin. Die kommen hier safe nicht hoch. Safe kommt die hier nicht hoch. Ich weiß nicht, warum hier immer so ein Pool steht oder sowas in die Richtung. Alter, Leute, ist das creepy. Oh, Mann. Also, das ist auf jeden Fall jetzt nicht unbedingt die Brookhaven-Version, die ich in Zukunft gerne hätte. Hier ist jemand einfach, der sus ist. Das ist einfach der Imposter. Was machst du hier, Mann? Okay, Leute, ganz ruhig. Wir müssen es irgendwie hinbekommen, wieder zurückzukommen. Wir müssen wieder zurück ins normale Brookhaven. Und ich weiß halt nicht, wie genau das funktionieren soll. Okay, von dem Monster töten lassen funktioniert nicht. Sehen wir irgendwas, was funktionieren könnte? Hier leuchten auf jeden Fall viele Sachen. Da hinten leuchtet irgendwas ziemlich grün. Wir können mal gucken, ob da vielleicht irgendwas ist, was wir uns anschauen könnten. Was ist denn hier? Oh, lol. Hier im Club ist einfach ein Auto. Oh Mann. Okay, Leute, wir können es ganz ruhig versuchen. Oh nein, nein, hier ist ein Monster drin. Okay, ist sie offen? Hier ist offen. Lass uns rüber zum Grün. Zum Grün. Das war nicht gut. Okay, Leute, war das Ambush, wo ich gerade eben gelaufen bin? Ich bin mir gerade auch nicht so ganz sicher. Leute, hier ist vor allem auch ein Knast. Was sollen wir denn hier machen? Wir machen das jetzt einfach mal. Also, ich weiß nicht, ob das so. Hallo, Leute. Wieso habe ich mich eingesperrt? Das war nicht wirklich intelligent. Oh, ach so, man kann das mal wieder aufmachen, lol. Oh Mann, ey. Okay, Leute, diese Brookhaven-Version, die gefällt mir auf jeden Fall gar nicht. Ich glaube, wir kommen irgendwie wieder... Vielleicht müssen wir einfach lange genug irgendwas sagen. Hey, Leute, Hilfe! Ich will wieder zurück! Wow! Alter, oh Mann, das war so krass. Also, dein Brookhaven ist auf jeden Fall jetzt nicht unbedingt das, wie ich das neue Brookhaven haben wollen würde, wenn ich ganz ehrlich bin. Da ist mir zu viel los. Na schön, wenn das so ist, dann müssen wir die Vernichtung eures Planeten eben wohl jetzt einleiten. Was? Also, wir haben nicht wirklich was zu befürchten vor ihr, oder? Oder wie würde die Welt denn aussehen, nachdem ein Alien-Invasion uns getroffen hat? Also nach meinen doktorwissenschaftlichen Fakten müsste daraus eigentlich ein Brookhaven mit Zombies entstehen. Ein Brookhaven mit Zombies? Ich bin mir nicht sicher, ob ich das wirklich sehen will. Oh doch, es ist eine gute Version. Wolltest du nicht schon immer mal in einer Zombie-Apokalypse leben? Wenn ich ganz ehrlich bin, nein. Aber egal, wir probieren es einfach trotzdem mal aus. Oh, Alter, warte mal.
Zombies? Moment mal ganz kurz, Leute. Zombies? Oh nein, Alter, jetzt hat dieser Doktor irgendein Spiel mit Zombies gemacht. Okay, gut, schauen wir mal. Okay, wir haben scheinbar irgendwelche Waffen, die wir benutzen können. Das ist auf jeden Fall schon mal ganz gut. Oh Mann. Oh Leute, da sind auch irgendwelche Zombies tatsächlich. Ich habe ihn weggemacht. Oh Mann. Alter, wie sieht denn Brookhaven jetzt auf einmal aus? Okay, Leute, Brookhaven scheint sich auf jeden Fall ziemlich krass verändert zu haben, weil das hier sieht nicht mehr wirklich aus wie Brookhaven. Das sieht irgendwie anders aus. Hier ist auf jeden Fall ein Store für irgendwelche komischen Klamotten oder so. Okay, wir schauen uns das einfach mal ganz in Ruhe an. Oh Mann, ich bin so gespannt auf das, was die Nächsten gebracht haben. Auf jeden Fall. Oh, nicht schießen. Oh, da ist ein Zombie. Leute. Wir müssen auf ihn... Okay. Den haben wir auf jeden Fall. Oh, da ist noch ein Zombie. Okay, ganz ruhig, Freunde. Noch ein Zombie. Mann, warum sind hier so viele Zombies? Okay, ganz ruhig, Freunde. Ganz ruhig. Sorry, out of order. Okay, ja, du, ich habe eh nicht so gerade viel Lust, hier zu sein. Ja, wir müssen auf jeden Fall diese komischen Zombies da wegknallen. Okay, ganz ruhig, Freunde. Oh Mann, was ist das hier? Spiele die Legacy-Version hier. Okay, ich weiß nicht, wofür das gut sein soll. Aber, das ist ein sehr schönes Haus. Hier würde ich mich vielleicht sogar niederlassen, wenn, naja, keine Ahnung, ein bisschen mehr los wäre. Okay, warte, so. Mann, Leute, hier sind aber wirklich ganz schön viele Zombies. Oh Mann, ich glaube, dass diese Alien-Frau sich das wirklich ziemlich ernst genommen hat. Oh nein, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Wir stecken hier oben fest. Oh mein Gott. Okay, das ist irgendjemand von uns. Da kommt aber auf jeden Fall ein Zombie. Let's go. Erschießen ihn. Okay, mein Gott. Alles klar, ganz ruhig. Er hat irgendwas geschrieben. Was sagt er? Wissenschaftler schreibt er gerade. Oh Mann, Alter. Wir haben nur noch 50 HP. Wir müssen wirklich gucken, dass wir das hier überleben, Leute. Sonst sind wir auf ewig gefangen in... Oh, der Kanalisation? Wow, das wäre aber mal ganz cool, wenn es in Brookhaven wirklich eine Kanalisation... Leute, vielleicht ist hier das Labor. Vielleicht ist hier ein geheimes Labor irgendwie für irgendwie so Zombie-Forschung oder so. Ich meine, irgendwoher müssen die Zombies ja gekommen sein. Achso, ja, von der Alienfrau, glaube ich, ne? Die hat ja irgendwie gesagt, sie will jetzt hier irgendwie Zombies auf die Welt schicken oder irgendeinen Skandal oder so. Ich weiß es auch nicht. Der Wissenschaftler meinte irgendwie, dass das hier so sein würde. Okay, ich bin mir wirklich nicht sicher, Leute. Das ist ein sehr, sehr langer Korridor. Okay. Ganz ruhig. Was haben wir denn alles nochmal für Waffen? Wir haben ein Schwert. Okay, wir haben ein Sturmgewehr. Sniper. Was auch immer. Das ist, glaube ich, eine Shotgun. Okay. Das ist hier eine Oh, eine Minigun. Eine Minigun finde ich auf jeden Fall gut. Ja, der Kollege bei mir ist auf jeden Fall auch, glaube ich, schon gut am Start hier. Oh, da kann man sogar ein bisschen durchgucken. Wohin führt dieser Gang denn, Leute? Oh, das ist ein Zombie. Ganz ruhig. Okay, Leute, ich glaube, dieser Eingang führt hier nicht so wirklich irgendwo hin. Oder dieser Gang ist eher ein Eingang und weniger Ausgang oder so. Dann lass uns mal ganz kurz hier wieder rausgehen. Ich glaube, das ist eher so, um die Leute zu verwirren. War das das, wo wir reingegangen sind? Ich glaube schon. Okay, ganz ruhig. Also ich meine, Brookhaven mit der Zombie-Apokalypse wäre schon ganz cool irgendwo. Aber ich möchte nicht, dass die Welt dabei so untergeht und so. Das ist irgendwie nicht so ganz cool. Nur, okay, wie genau kommen wir jetzt hier eigentlich wieder weg? Müssen wir jetzt irgendwas machen oder so? Müssen wir jetzt irgendwie bei den Leuten, keine Ahnung, was tun? Okay, warte mal ganz kurz, Leute. Ich habe eine Idee. Ich habe eine komische Idee. Wir könnten Pech haben oder das Zombie wieder spawnen. Oder wir könnten Glück haben und kommen zurück nach, sonst wohin. Also da, wo wir herkamen, hoffentlich. Okay, Leute, dann probieren wir das mal ganz kurz aus. Ich suche mal irgendeinen Zombie, der mich jetzt einfach mal beißen darf oder so. Und dann schauen wir mal, was passiert. Okay, wo genau ist denn hier ein Zombie? Okay, warte. Hier sind echt viele Zombies unterwegs. Da hinten ist auf jeden Fall einer. Gut, gehen wir mal ganz kurz zu dem hin. Speed-Zombie. Okay, ganz entspannt, Leute, ganz entspannt. Oh, das ist nicht gut. Oh Mann, ey. Oh nein, die Zombie-Welt, die ist auch auf jeden Fall gar nichts für mich. Oh Mann, ey, die sind alle zu grün und zu komisch. Und abgesehen davon kann man da zu viel rumschießen. Das ist nicht das, was man im Game machen sollte. Was? Wie? Du findest Zombies nicht cool? Oh Mann, ey, ich war so ein großer Fan von Zombie-Filmen früher. Ja, ich war auch ein großer Fan von Zombie-Filmen, aber nur, weil sie schlecht gemacht waren. Und abgesehen davon, Zombies in den Filmen meistens ziemlich langweilig und langsam sind, meine ich natürlich. So, dass sie dich überhaupt nicht bekommen können. Und sowas finde ich auch viel besser. Na schön, dann versuch deinen Kram bei den anderen. Ich gehe jetzt. Höp. Oh Mann, das ist gar nicht gut gelaufen. Na schön, egal. Was habt ihr beide noch zu bieten? Ihr habt bisher noch gar nichts gesagt. Das stimmt doch gar nicht. Wir haben etwas gesagt. Hallo. Ach, na schön. Also, was habt ihr beide anzubieten? Man sieht es mir vielleicht nicht an, aber ich bin ein Pilot. Und ich habe natürlich ein wunderschönes Spiel in Brookhaven gemacht, womit man Flugzeuge in Brookhaven fliegen kann. Das ist super toll. Oh yes, das ist natürlich absolut super. Oh Mann. Okay, jetzt bin ich richtig gespannt. Das will ich auf jeden Fall sehen. Yay, Flugzeuge. Oha, hier sind auf jeden Fall auch schon viele Flugzeuge. Das ist Brookhaven Airplane oder sowas. Aber auch das sieht jetzt irgendwie nicht so wirklich aus wie Brookhaven. Okay, warte. Belohne das Ende für Belohnungen. Ja, ich finde auf jeden Fall sehr gut, dass man das Ende belohnen sollte für Belohnungen. Oh Mann. Okay, lass auf jeden Fall mal nachgucken, ob das eine gute Idee ist hier, Leute. Okay, rechts, links, okay, dann wieder rechts, links, ich bringe die Sachen komplett durcheinander hier. So, dann wieder rechts, ach, schade, oh Mann, ey, okay, nein, warte mal, hä?
Moment mal. Dieser Typ hat gesagt, das ist Brookhaven Airplane oder sowas. Warum ist denn hier? Okay, warte mal. Können wir diesen Helikopter fliegen? Warte mal. VIP kaufen? Nee, das möchte ich nicht unbedingt. Hey, warte mal, aber hier sind... Ich meine, hier sind schon irgendwelche... Ich kann mich nicht mehr bewegen, Freunde. Also... Hallo! Okay, Leute, das ist auf jeden Fall ziemlich egal. Ich habe da hinten auf jeden Fall irgendwelche Flugzeuge gesehen oder sowas. Und das sieht so ein bisschen sogar so aus wie das von Brookhaven. Das sieht sogar ehrlich gesagt genauso aus wie von Brookhaven. Warte mal, man kann sich den Flugzeugpass kaufen. Warum sterbe ich denn eigentlich die ganze Zeit? Wollen wir mal versuchen, den Flugzeugpass zu kaufen, Leute? Soll ich das mal machen? Okay, warte mal. Oh Mann, Leute. Okay, lass uns Flugzeug fliegen. Lass uns Flugzeug fliegen. Schauen wir mal, was das bringt. Ich bin mir nicht ganz so sicher. Aber wir gehen jetzt mal auf jeden Fall zum Flugzeug hin und hoffen mal, dass wir jetzt hier auf jeden Fall nicht sterben. Und, wir können scheinbar zum Flugzeug laufen. Okay, 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 okay. Oh, warte mal. Leute, können wir fliegen? Wir können fliegen, Brookhaven. Oh mein Gott, was? Oh, ich weiß nur nicht genau, wie das gehen soll. Geschwindigkeit, Null, Höhe, Steuerung. Okay, okay. Steuerung geht auf jeden Fall wie? Manöver, Maus, Motor ein aus E. Okay, E und dann Up und Down. Okay, wow, wow. Leute, was? Oha, oha. Oh, wie geht das? Wie geht das? Nein, flieg hoch, nicht nach unten hoch. Okay, warte. Moment, wir fliegen. Nein, wir fliegen nicht. Warum fliegen wir nicht? Was passiert hier? Oh mein Gott. Alter, Leute, mein Flugzeug ist abgestürzt und ich weiß nicht, was passiert ist. Auf einmal, wenn ich W und S drücke, passiert komische Sachen. Meine Steuerung ist irgendwie umgestellt. Okay, das war eigentlich actually ganz cool, aber wir müssen es auf jeden Fall nochmal probieren. Und dafür werden wir... Nein, ich möchte keine Spende kaufen. Und dafür werden wir jetzt nochmal ganz kurz nochmal in ein Flugzeug stecken. Vielleicht können wir sogar in dieses große Flugzeug reingehen, Alter. Oh Mann, oh Mann, okay, das müssen wir auf jeden Fall gleich nochmal ausprobieren. Wir werden jetzt einfach mal ganz kurz in dieses Flugzeug hier reingehen. So, ganz entspannt, Leute. Und diesmal versuchen wir das richtig zu fliegen. Das kann ja wohl nicht wahr sein. So, Steuerung. Also nochmal ganz kurz durchlesen. Maus bewegen. Ach so. Oh, ich bin dumm. Okay, warte. So, dann Drosselklappe. Was ist denn eine Drosselklappe? Okay, egal. Let's go. Let's go. Okay, los. Vorwärts. Und dann hoch. Warum gehst du denn nicht hoch? Wir müssen abheben. Wir wollen abheben. Hallo. Wieso funktioniert das nicht? Ich kann mit dem Ding nur fahren, aber irgendwie nicht fliegen. Okay. Ich weiß nicht. Okay, egal, Leute. Wir fliegen. Alter, nein, jetzt stürzen wir ab. Warum fliegen wir jetzt nicht mehr? Oh, Mann. Okay, von der Idee her vielleicht ganz cool. Die Flugzeuge können wenigstens fliegen, aber sie fliegen ganz schön schlecht. So, sie fliegen nämlich nicht wirklich, sondern sie fliegen irgendwie einfach, keine Ahnung, das Ding ist auf einmal irgendwie runtergeflogen oder so. Als hätte ich kein Gas mehr gegeben, obwohl ich das die ganze Zeit gemacht habe. Okay, Leute, aber wir haben jetzt auf jeden Fall den großen Otto, ja? Den werden wir jetzt auch mal versuchen zu fliegen. Dieses riesige, Raumschiff, wollte ich gerade schon sagen. Quatsch, nein, dieses riesige Schiff hier, was für Schiff? Flugzeug. Warte. Können wir hier einsteigen? Oh mein Gott, was? Warte. Da müssen wir rein, Freunde. LOL. Alter, das ist cool. Okay. Yo, was? Oh mein Gott, was ist das denn? Okay, warte. Motor ausgeschaltet. Motor schalten wir jetzt einmal ein. Okay, Alter, was muss man denn jetzt hier machen, Leute? Das ist ja sowas von irre. Okay. Warte, Ausrüstung? Ne, wie kann man denn den... Okay, wir haben keinen Motor. Ja, Motor 1 und 2 an. Okay, Motor müssen wir anschalten. Stand, wir müssen Gas geben. Alter, oh Mann. Das kann doch nicht wahr sein. Türschloss? Okay, wir machen die Tür wieder zu. So. Dann... weiß ich nicht, was wir jetzt tun sollen. Anker loslassen? Nee, Anker müssen wir, glaube ich, aufmachen. Sitze ich gerade auf dem richtigen Sitz? Steuerung? Okay, wieder E für den Motor. Dann geben wir Gas. Oh mein Gott. Okay. Hoch. Nicht gegen den anderen. Nein! Was machen wir denn hier? Leute, ich bin kein Pilot. Ich kann kein Flugzeug fliegen. Oh mein Gott, jetzt geht's. Alter, Leute. Wir fliegen! Wir fliegen, jawohl! Oh mein Gott, was? Alter, wie krass ist das denn? Oh, aber ich kann es nicht richtig steuern. Ich kann aber irgendwie so zur Seite fliegen. Leute, wir müssen auf die andere Seite kommen. Bitte. Komm. Rechts, links. Flieg doch links. Oh, jetzt sehr gut. Los, aussteigen. Nein! Ich wollte auf die andere Seite gehen, Mann, ich will hier wieder weg. Das ist so dumm, ich kann nicht fliegen. Also, ich weiß ja nicht. Dein Spiel ist auf jeden Fall sehr, komisch. Man muss viel Geld ausgeben, um Sachen zu machen, die man nicht wirklich machen kann. Also, ich finde es besser, wenn Brookhaven wirklich ein Flugzeug hätte. Was? Bist du etwa nicht zufrieden mit meinem Flugzeug? Na gut, dann benutzt halt weiter deinen langweiligen Helikopter in Brookhaven. Denkt er wirklich, er ist ein Helikopter?
Oh Mann, Alter, warum sind die alle irre? Bist du wenigstens normal? Hallo! Kannst du auch was anderes sagen außer Hallo? Hallo! Na schön, schauen wir uns dein Spiel auch mal an. Ich bin ja mal so gespannt, was das... Was? Das ist doch einfach... Hallo an AG am Zepp. Okay, nee, das hat nichts... Warte, was? Was ist das alles hier? Moment. Hä, das ist doch einfach Brookhaven, aber es ist Brookhaven... Warte mal, fehlen hier nicht? Hier ist keine Rutsche, keine Schaukel. Lol, und kein Wasser im Pool. Leute, was ist denn mit diesen... Warte mal. Happy Easter? Sekunde. Leute, Happy Easter macht gar keinen Sinn. Wir haben doch gerade gar kein Ostern. Wir haben nicht mal ansatzweise Ostern. Wir haben es nach Ostern. Wir haben Juni. Wieso Happy Easter, Leute? In was für einer komischen Pokémon-Version sind wir jetzt gelandet? In Happy Easter im Ostern 2024? Oder tanze ich hier in Alters... Clubbäche? Was? VIP? Und vor allem ist hier einfach kein Balkon? Leute, Grocery? Was ist das alles hier? Doritos! Auf jeden Fall, irgendwas ist hier ein bisschen komisch, Leute. Ich weiß nicht, wo genau ich hier gelandet bin, aber... Ich meine, es sieht sehr nach Pokémon... Der Foodmart fehlt. Und ein paar andere Sachen auch auf jeden Fall. Weiß gar nicht, also die Polizei ist auch irgendwie so ein bisschen anders, glaube ich. Kann das sein? Leute, kann das etwa sein, dass wir in der Vergangenheit sind? Weil hier oben fällt auch alles. Dieser Birthday-Raum, den gibt es mittlerweile gar nicht mehr. Und, Spectator. Achso, die Spawn a Car, Alter. Ich dachte, Spectator, lol. Spawn a Car, weiß ich gar nicht, ob es das... Oh, cooles Auto auf jeden Fall. So ein schöner McLaren müsste das sein, glaube ich, oder? So können wir auf jeden Fall mal ein bisschen... Der Autoshop? Was? Moment mal. Der Autoshop, der war aber schon... Der ist eigentlich nicht hier, der ist doch irgendwo da hinten. Grabsteine fehlen. Leute, ich glaube, wir sind wirklich in der Vergangenheit von Brookhaven gelandet. Wie krass ist das denn? Und die Unterseite des Autos fehlt. Naja, ist auf jeden Fall auch nicht so wichtig, aber trotzdem interessant. So sah Brookhaven also früher aus, als die ganzen anderen Sachen noch gefehlt haben. Oh Mann, ey, okay. Ich bin auf jeden Fall richtig gespannt, wie wir... Aber warte mal, wenn wir in der Vergangenheit sind, wer ist dieses Mädchen überhaupt? Vielleicht kommt sie ja wirklich aus der Vergangenheit. Eigentlich kommen alle Leute aus der Vergangenheit, weil wir in der Gegenwart leben und alles, was vergangen ist, ist Vergangenheit. Ach, ist auf jeden Fall auch nicht so wichtig, Leute, aber interessante Sache. Oh mein Gott, das ist der alte Waschsalon. Oh ja, stimmt, ich erinnere mich. Das war dieser kaputte Waschsalon, wo unten dieses Secret war. Notice out of service. Ja, genau, das war ein geschlossenes Geschäft, wo hier unten dieses komische versteckte Dings war auf jeden Fall, wo... Alter, das ist ja voll krass. Heftig. Okay, das sieht immer noch gleich aus, wie es aussieht. Aber das ist interessant, Freunde. Oh Mann, es ist wirklich spannend, mal Brookhaven zu sehen, wie das war. Noch vor den ganzen Updates und so weiter, weil ich kann mich noch erinnern, als ich angefangen habe in Brookhaven, da war auf jeden Fall auch ziemlich vieles so. Das war anders. Da war auf jeden Fall auch damals schon eine Tür. Oh Mann, Leute, okay. Ich will mal ganz kurz zurück und einfach mal mit ihr sprechen, warum sie hier ist. Wow, also kommst du aus dem alten Brookhaven oder was? Das ist cool. Oh Mann, wenn Brookhaven in der Zukunft wieder aussehen würde wie damals, wäre das schon irgendwie witzig. Oh Mann, du hast dir sicher so viel dabei gedacht. Hallo. Ja, weißt du, vergiss, was ich gesagt habe. Ich würde trotzdem sagen, liebe Freunde, das war's mit einer Folge Roblox Brookhaven. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben und einen auf den Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Und bis dann, haut rein und ciao.